Grüezi wohl miteinander. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Gast kommt aus der Schweiz. Er heißt Hans-Jürgen Klausner, war schon mehrfach hier und ich freue mich sehr, dass er mich wieder davon überzeugen will, dass sein Weg, der Euroweg, der beste Weg ist, um uns alle zu retten. Und ich sage herzlich willkommen, Hans-Jürgen Klausner und Hanni Hanka, unser Studiohund. Ja, danke für die Einladung wieder. Herzlich Herr Klausner, willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind. Sie waren jetzt ja schon öfters bei uns im Studio und ich bewundere Ihren Eifer, dass Sie sagen, hier ist der richtige Platz, dass Sie die ganze Botschaft loswerden. Sie versuchen mich ständig davon zu überzeugen, dass es hier der richtige Ort ist. Und ich lausche Ihnen gespannt, was Sie uns wieder mitgebracht haben. Zum einen natürlich, was haben Sie uns denn hier hingestellt? Also das ist jetzt nicht ein normaler Beistelltisch, sondern ich vermute, das hat eine Funktion. Ja, das ist der Anti-Smog-Tisch. Anti-Elektrosmog- und Anti-Erdstrahlentisch, also wie ich ja das in der Innerei mit der Flasche Kristallwasser, mit dem Kristall drin eigentlich nachher darstellen möchte, kurz erläutern kann, ist das eine Abschirmung im Radius ungefähr von 2 Meter. Sind wir also hier absolut elektrosmogfrei, können dadurch die Botschaft, wie Sie jetzt am Anfang gesagt haben, die ich eigentlich gern als Kernbotschaft in unseren Videos repräsentieren möchte, ich nenne es nun mal, wie ich es in früheren Vorträgen immer genannt habe, die Entmaterialisierung des Geldes. Okay. Durch Euroweg oder durch meine Wirtschaftstheorie Humanwirtschaft. Das Buch, das habe ich schon ein paar Mal vorgestellt hier. Und damit man das versteht, muss man geistig wach sein. Ja? Also es ist nicht Ihr Problem, dass Sie mir sagen, ich verstehe es ein bisschen besser jedes Mal. Das geht allen Zuschauern so. Man muss den Leuten heute mit technischen Hilfsmitteln ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil die anderen machen ja das Gegenteil. Die versuchen uns immer schön im Dämmerschlaf zu halten, dass wir nichts verstehen sollen, was wirklich wichtig ist. Ja? Wir werden ja pausenlos abgelenkt vom Wichtigen und unterhalten, eben unten gehalten. Und das dreht das System um. Also diese ganzen Negativ-Implementationen in unser Gehirn können wir mit Kristallwasser blockieren, ja, und den Geist auch entgiften, weil wir haben im Gehirn sehr viel Gift, sehr viel Fett und die Gifte werden gerne von Fett umschlossen. Ja, also darum gehen die Gifte zuerst ins Gehirn, wie Alkohol. Ist ein Gift. Ja. Und das müssen wir wieder rauskriegen, können wir mit Kristallwasser rauskriegen, dann versteht man eben Humanwirtschaft relativ schnell. Man kriegt eine Sensibilität dafür, sie werden hochsensibel, sie werden nichts mehr vergessen, wenn sie das Kristallwasser in den Zellen haben. Es ist eben zellgängiges Wasser, weil es von den Mineralien praktisch bei unter 50 eigentlich ist, ppm. Ja. Teile pro Million heißt das ja. Ja, Parts per Million. Und das sind dann so 70 Milligramm Mineralien und nur ein leeres Wasser ist zellgängig, wenn es noch rechtsdrehend ist, was das auch ist. Was eben, Elektrosmog macht uns immer linksdrehend. Das heißt, der Elektrosmog ist so eine extreme Frequenz schon auf diesem Planeten. Ich habe gerade letztens ein Video gesehen, der Planet Erde strahlt nach außen schon mehr als die Sonne auf uns einstrahlt. Stellen Sie sich das mal vor. In welcher Form ausstrahlen? Strahlen, einfach Strahlenbelastung. Zwar nicht lebensgefährlich, man sagt, die Sonne hat ein bisschen gefährliche Strahlen, oder? Infrarotstrahlen. Aber ich möchte schon fast behaupten, dass diese Frequenzen, die wir auf diesem Planeten absondern, HAARP ist ja Ihnen auch ein Begriff, oder? Ja, ja, schon. Dass das sehr wahrscheinlich auch für mögliche Außerirdische gefährlich sein kann. Also, dass wir selber mehr Strahlung emittieren wie die Sonne auf uns, das scheint mir jetzt ein bisschen vage, diese Vorstellung, vor allem, wenn ich jetzt nur mal alleine die Größenvergleiche anschaue. Aber Fakt ist, dass die Strahlenbelastung immer mehr zunimmt. Ich habe gerade gestern einen langen Artikel gelesen über die Manipulation in der Mobilfunkindustrie seit über 25 Jahren, dass also von Anfang an verhindert wurde, dass die Erkenntnisse über Mobilfunk überhaupt ins Bewusstsein der Menschen kommen. Das will gar niemand wissen, weil ja nicht nur das Geschäftsmodell kaputt gehen würde, sondern auch die Manipulation mehr oder weniger. Aber das ist jetzt gar nicht unser Thema. Die Funktion oder wie das funktioniert, da möchte ich natürlich nachher noch mal ein bisschen genauer drauf einkommen. Ja. Aber was mich jetzt primär interessiert ist, Sie haben ja wirklich ein großes Sendungsbewusstsein. Ja? Sie haben einen großen Eifer, seit 40 Jahren beschäftigen Sie sich mit diesem ganzen Thema. Wo nehmen Sie eigentlich die Energie her zu sagen, ich stinke gegen dieses System an, ich gehe dagegen an, ich habe da die Nase voll jetzt? Na schauen Sie, wenn Sie mit 19 Jahren in der Schule eine so Aha-Botschaft lesen, wie Geld hat einen gesetzlichen Gewinnschutz und Sie sollten eigentlich Stahlhändler werden, ja? Dann fragen Sie sich doch, Moment,
Die Schlaumeier, die das Geld produzieren, die machen einen gesetzlichen Gewinnschutz in alle Bücher. Und wir Unternehmer, ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden und bin es immer geblieben, und wir machen Wettbewerb. Man sagt uns, kapitalistischer Wettbewerb, jeder gegen jeden, das sei eine evolutionsfördernde Theorie. Ja? Das hat alles seine Berechtigung nach Kriegen, das stimmt. Aber sobald die Märkte gesättigt sind, und ich habe mir als Kind mit 16, 17 Jahren schon die Frage gestellt, wie verkaufe ich irgendein Produkt, wenn dessen Markt gesättigt ist. Und dann bin ich mit 19 Jahren drauf gestoßen und habe gesagt, die Banken machen es uns vor, die haben gesetzlichen Gewinnschutz. Also hat sich mein Geist die ganze Zeit als Unternehmer, ich war 20 Jahre erfolgreicher Unternehmer, immer um die Idee gedreht, gesetzlicher Gewinnschutz wäre jetzt langsam an der Zeit, dass man nicht nur Großkonzerne bildet, also man hat gesetzlichen Gewinnschutz durch Patente. Man hat einen Monopolgewinnschutz. Die Monopole wurden ja offiziell abgeschafft durch Kartellrechte. Aber der das große Geld hat, wie Google und andere große Konzerne, die kaufen einfach alle anderen auf. Und dann machen die gesetzlichen Gewinnschutz, also eben dann nicht gesetzlich, sondern monopolistisch. Und der kleine Unternehmer hat gar keine Chance. Und man hat damals schon gesagt, in den 70er Jahren, oder so 72 war ich 20 Jahre alt, dass man, ja, in 10 Jahren gibt es noch eine Fluggesellschaft, einen Stahlhändler, eine Irgendwas-Firma, und der Rest ist einfach überflüssig. Also den gibt es gar nicht mehr, oder? Das heißt, der Konkurrenzkampf hätte zur Monopolbildung durch Aufkaufen der Konkurrenz geführt. Und das hat mir 20 Jahre meine Idee, gesetzlicher Gewinnschutz wäre eine tolle Idee. Nach 20 Jahren habe ich dann mal das Gefühl bekommen, ich schreibe das jetzt nieder in Form eines Buches. Sie kennen es ja, oder? Humanwirtschaft. Und wie man als Unternehmer natürlich programmiert ist, man will seine Ideen umsetzen. Man organisiert sich Finanzen. Ich habe ziemlich viel Geld organisieren können, um das umzusetzen. Ja. Es gibt keinen Tauschring und keine alternative Geldtheorie, außer was wir nachher noch reden, solche Kryptowährungen, die beschaffen sich natürlich gigantische Summen. Ich habe auch sehr viele Millionen beschafft, um diese Theorie umzusetzen. Und wenn man das mal begonnen hat, dann dürfen sie nicht mehr aufhören. Man hat auch eine Verpflichtung gegen die Leute, die mich damals unterstützt haben. Ich habe ja dann vor 10 Jahren aufhören müssen, weil mich die Banken immer als illegale Bank blockieren wollten. Und das haben sie auch geschafft. Ich hatte eine super Software entwickelt in den 2004, 5 Jahren schon. Und ich schulde eigentlich auch meiner damaligen Organisation, wo über 800, 900 Leute dabei waren, die sich finanziell engagiert haben, denen schulde ich noch einen Return of Invest. Das ist das unternehmerische Denken, oder? Und dann kann man gar nicht aufhören. Man fühlt sich moralisch selber verpflichtet, diese, ich sage jetzt mal, Altlasten wieder zu begleichen. Und das ist ja auch heute mein Thema, wo ich drauf mit dem Titel Inkassofirmen, Unsinn und Mahnspesen, Unsinn, da wird man ja auch 10, 20 Jahre verfolgt von Inkassobüros, oder? Bis man die Schuld begleicht. Das ist im unternehmerischen Leben, ist das normal? Solche Forderungen verjähren eigentlich erst nach 20 Jahren. Und so lange werden sie vom Inkassobüro mit Mahnschreiben, gerichtlichen Androhungen, heute ja sogar mit Gefängnis bedroht. Ja. Also man kann gar nicht zurück und sagen, interessiert mich alles nicht mehr, war irgendwie eine schlaue Idee, aber nicht mehr zeitgemäß. Das gibt es bei mir nicht. Ich bleibe dabei, und jetzt kommt das Entscheidende, warum ich dranbleibe und das Gefühl habe, wir müssen jetzt diese Botschaft so rüberbringen, dass die Leute sie verstehen. Also wenn ich es geschafft habe, dass sie alles verstehen und nachher erklären ihren Zuschauern oder ihren großen 100.000 Zuschauern oder Abonnenten, ihr braucht alle ein Verrechnungskonto von Euroweg, damit ihr überhaupt euch aus der Weltelite-Regierung, diese NWO oder die eine Weltregierungs- Und das ist ja eine materialistische Weltregierung, muss man sehen. Die hat uns ja die letzten 50 Jahre so richtig auf den Materialismus festgenagelt, möchte ich fast sagen. Ja, inklusive die Religionen haben dazu beigetragen. Ja, gibt da stapelweise Bücher darüber. Und wenn man aus dieser materialistischen Weltregierung aussteigen will, muss man Humanwirtschaft verstehen. Das ist die erste spirituelle
entmaterialisierte Geldtheorie, die eben das Hauptproblem der Marktsättigung löst, indem die Geldproduktion, die früher mal der Staat hatte bis vor 300 Jahren, seit 300 Jahren regieren uns Monopol- und Privatbanken. Und die wissen auch, dass sie zu Ende sind. Also ihr System ist ein Auslaufmodell, das wissen die Banken, haben wir schon darüber geredet. Aber was kommt danach? Wenn jetzt, wie die Vollgeldinitiative, die in der Schweiz gerade lanciert wird, die wollen wieder, dass die Nationalbank nur Geld produzieren darf. Man weiß heute, das hat der Franz Hörmann sehr schön auf den Punkt gebracht, heute kann jede vernetzte, computervernetzte Kleinbank sogar, kann Kredit als Eingabe in den Computer als Geld aus dem Nichts schöpfen, ja? Was eigentlich ein illegales, ja, ein legalisiertes Ausplünderungssystem ist, würde ich dem sagen. Ja? Weil wenn Sie Kredite aufnehmen und Zinsen zahlen müssen, ist das Geld für den Zins nie geschaffen. Es ist immer ein Minusspiel. Es ist die Minusspirale, die uns alle schlussendlich auf das Level von zahlungsunfähig, sprich Konkurs, herunterstuft. Ja? Es fehlt immer Geld. Und das habe ich auch in meiner Wirtschaftstheorie nachgerechnet, wie viel Geld uns fehlt. Das ist eine ziemlich umfangreiche Tabelle. Aber dadurch, dass die Zinsen nie zum Kapital mit ausgeliehen werden, fehlt in der Wirtschaft immer Geld. Ja? Und das bringt uns eigentlich auf ein Verliererkonzept, das auch die Banken zum Verlierer macht. Ja? Und jetzt die Frage, die ich jetzt ja beantworten möchte mit Euroweg. Der Staat war ein Versager. Warum? Er wusste nie, wie viel Geld sein Volk wann wo braucht. Die Nationalbanken sind genauso gescheitert. Die wissen nicht, wie viel Geld zum Beispiel hier in Leipzig morgen um 10 Uhr gebraucht wird. Haben die keine Ahnung. Die sagen, ja, das, was es da gibt an Geldmenge, das ist sehr wahrscheinlich genügend. Es muss dann halt etwas schneller drehen, dann wird schon irgendwo stimmen. Also Menge mal Umlaufgeschwindigkeit muss dann irgendwo die richtige Menge geben. Also unmathematischer kann man gar nicht sein, als diese Menschen uns da verkaufen wollen, sie hätten ein tolles System. Es ist also Steinzeit und Hanebücherner Unsinn. Und es wird ja auch in einem Buch geschrieben, es gibt 127 Zinsgeldtheorien, eine so unsinniger wie die andere. Und alle Zinstheorien sind Unsinn, ja? Klaus, also ich springe da von einem Thema zum nächsten. Das ist immer schwierig, da zu folgen, aber eine Frage, die ich jetzt habe noch, das ist jetzt ja schon ein paar Tage her, dass wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Die Videos sind auch draußen und viele Zehntausende Mal geklickt worden auch. Was ist denn so die Resonanz, die mittlerweile zurückkommt? Fällt das Thema auf fruchtbaren Boden? Kommen Menschen auf Sie zu, die sagen, darauf habe ich jetzt gewartet, wieso sind Sie nicht vor 10 Jahren schon aufgetaucht, oder prügelt man Sie in den Kommentaren eher? Was ist so Ihre Wahrnehmung, was jetzt passiert ist? Ja, sehr gut. Es ist leider so, wie es eben ist. Sie verstehen es nicht. 99% der anderen Zuhörer verstehen Humanwirtschaft und meine Gelddarstellung auch nicht. Und wie man ja in den Fachbüchern schreibt, 1 Million Menschen, da versteht es einer. Und jetzt haben wir ungefähr pro Video 20.000 Klicks pro Monat, da versteht es 1%, also 2, 3, also nein, 1 Promille, Entschuldigung. Ja. Von der Million wären ja einer, wären ja, ich kann das gar nicht in Promille ausdrücken. Ist das nicht ein ziemlich demokratisches extrem wenig Abstimmen, dass dann die Masse sagt, das ist vielleicht der falsche Weg, wenn es nur so wenige irgendwie ganz durchsteigen, oder aber es braucht nur einen kleinen Teil, der wirklich durchsteigt in dem Thema? Es ist, also schauen Sie, die Strategie ist ganz klar. Ich habe mir schon seit 20 Jahren die Strategie ausgerechnet. Ich habe mir auch ein Buch geschrieben, wie übernimmt man einen Staat. Das heißt, jeder, wenn Sie sagen, dass ich so überzeugt sei, die richtige Botschaft zu verkünden, das stütze ich auf Folgendes. Bei mir heißt es das dritte Buch, wie übernimmt man einen Staat. Wenn ich jetzt hier mit diesen Leuten diskutieren würde, die auch Geldtheorien predigen, dann frage ich sie, wie willst du das zur Grundlage der Regierungen, der zukünftigen Politik machen? Wie kann der Staat darauf sich aufbauen? Das sagt doch jeder, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich mache den Politikern mal einen Vorschlag, die können dann selber überlegen, ob sie das umsetzen wollen. Ja, wieso soll ein Politiker, der heute vom materialistischen Geldsystem quasi, ich sag mal, gekauft wurde, ja, weil er hängt am Tropf dieses materiellen Geldes. Wieso soll der dieses System ändern? Und Leute, denen es gut geht, mit genug Geld versorgt sind und die ein Konto haben, über 300.000, sagt man ja, hast du immer Profit am Zinssystem? Ja, da bist du ein Profiteur. Also die Leute werden das sicher nie ändern. Die machen bis zur letzten Sekunde mit dem alten System weiter. Wenn Sie jetzt mich fragen, wie übernehmen wir den Staat? Ich weiß genau, wie man das macht.
Und das ist in 2 Jahren die Chance in der Schweiz. Und Sie können das nur mit der direkten Demokratie der Schweiz machen. Revolutionen anderer Art sind ja nicht zugelassen. Man ist ja sonst ein Terrorist, ja. Aber das ist auch nicht Ihr Weg. Sie haben ja keinen blutigen Umsturz vor, sondern es geht um ein geistiges Umdenken für Sie. Ja? Es ist richtig. Es ist zuerst mal ein geistiges Umdenken, aber man muss ein politisch tragfähiges Konzept haben. Jetzt kommt der Punkt. Dafür brauche ich nur 2, 3, 5, 10 Koryphären. Also was heißt das? Leader-Persönlichkeiten, die vom Volk als Wahrheitsverkünder respektiert werden. Also Multiplikatoren, die in der Gesellschaft akzeptiert werden sozusagen. Wenn jetzt hier noch 5 Leute sitzen, die man in der Politik und in der Wirtschaft als absolute Profi-Leader und Autoritäten kennt und die sagen, wir haben den Herrn Klausner seine Humanwirtschaft geprüft. Wir wissen, dass sie funktioniert. Okay, dann bräuchte ich die Fantastischen 4, den Jogi Löw, vielleicht noch irgendeine Talkshow-Masterin. Und wenn man die alle überzeugen könnte und die dann die Botschaft weiterbringen, dann würden es mehr und mehr Leute verstehen, oder? Und dann kommt der zweite Punkt, dann kommt eben die Schweizer Demokratie. Und was macht man, wenn man eine gute Idee hat? Man muss mal in den Statuten des Staates, das nennt sich Verfassung in der Schweiz, die Deutschen haben das als Grundgesetz definiert, dann muss man mal die genau lesen, was da drin steht. Ja? Und ich habe das schon x-mal gelesen und auch meine Mitglieder von früher haben das gelesen. Ich habe extra einen Prospekt mal gemacht, den Sie auch zitiert haben. Die Humanwirtschaft bringt die Lösung über das Umsetzen des Verfassungsartikels 2. Was steht dort drin? Der Staat sorgt für möglichst große Chancengleichheit und ausgewogenen Wohlstand unter den Bürgerinnen und Bürgern. Und wenn jetzt hier nur Banker sitzen würden, die würden schallend lachen und sagen, ja, so ein Blödsinn, das geht doch nicht. Ja? Mhm. Das geht im kapitalistischen Finanzsystem nicht. Ja? Also sind sie Verfassungsfeinde. Und das habe ich schon mal erwähnt. Ein italienischer Staatsanwalt hat das mal bei Gericht eingeklagt. Das steht auch in der italienischen Verfassung an einer Stelle ähnlich. Und da hat ihm der Richter recht gegeben mit dem Aber. Wo ist die Alternative? Und das war vor 25 Jahren. Ich habe damals in Italien gelebt. So, und das sind alles diese Eckpunkte für mich, die mir sagen, du musst dranbleiben. Ja, irgendwann kommt der Zeitpunkt, haben wir eben multimediale TV-Kanäle in privaten Händen, werden nicht mehr nur Gehirn gewaschen von einer Quelle, sondern haben mehrere Informationsquellen. Und dann können wir das dem Volk so kommunizieren, das, was in eine Verfassungsinitiative in der Schweiz packen, ja, und durch diese Verfassungsinitiative mit dem Titel Wohlstand für alle und Chancengleichheit, fragen Sie mal einen Schweizer oder überhaupt jemanden, ob er dagegen ist, Wohlstand für alle und Chancengleichheit, oder ob er dafür ist. Ja, da wird keiner auf der Welt dagegen sein. Gut, dann haben Sie die Mehrheit. Ja. Ja, dann haben Sie eine Verfassungsinitiative per Mehrheitsbeschluss zu einer politischen Aufgabe gestellt. Dann könnten jetzt die jetzigen Politiker ein Problem bekommen. Dann sagen die sich, wie sollen wir jetzt das umsetzen? Wir sind ja vom Gegensystem gekauft, von den Banken. Mhm. Ja, unsere Geldgeber sind die Banken. Dann müssen sie als zweiten Punkt haben, eine Infrastruktur auf Basis politischer Bewegung, ich sage es bewusst nicht Partei, einfach eine Organisation mit in jedem Kanton Manpower, Frauenpower genauso, darf ruhig halbe sein, die sich bei den nächsten Nationalratswahlen als Vertreter der Humanwirtschaftsphilosophie zur Umsetzung des Verfassungsartikels 2 wählen lassen. Ja? Und dann haben sie es geschafft. Und dann kommt anschließend das, was ich jetzt ja hier in Ostdeutschland schon getestet habe, versteht ihr, was ich meine mit Entmaterialisierung des Geldes? Da habe ich in Ostdeutschland mit ein paar Leuten geredet, die sagen, natürlich verstehen wir das. Das ist doch unser alter Tauschhandel, den wir in DDR-Zeiten hatten. Ja, also gut, zurück zur DDR, aber mit einer Kombination des Kapitalismus. Und in Sie diesem glauben also, dass die Idee hier im Osten auf fruchtbaren Boden stößt, absolut, oder? Absolut, da war ich glatt erstaunt, wo ich das vor etwa erst 3 Wochen habe ich das entdeckt. Mhm. Ja? Jetzt weiß ich auch, warum wir hier in Leipzig sind. Okay. Und wir müssen die Botschaft aus dem Osten in den Osten tragen. Und jetzt kommt noch etwas. Für diese schweizerische politische Grundmöglichkeit über Verfassungsinitiativen ist es natürlich absolut hilfreich, wenn ich auf diesem Computersystem, das wir schon seit 10 Jahren programmiert haben, eine tolle Gruppe von etwa 40 Programmierern, ist immer Gewehr bei Fuß, um es weiter zu vervollkommnen.
Wenn ich zeigen kann, dieses Eurowag-Verrechnungssystem hat schon 100, 200, 300.000 Konten, die schon wieder den alten Tauschhandel, aber nicht physisch tauschen, sondern jeder gibt in den Markt, was er an Leistung hat. Das wird aufgeschrieben in diesem System und nimmt aus dem Markt heraus. Mhm. Also es ist dem Computer sofort klar, wer mit wem tauscht. Aber ich für mich muss mir nicht den Tauschpartner suchen, wer braucht gerade mein Produkt, weil ich seines brauchen kann. Also das wird der sogenannte multilaterale Tausch, nicht dualer Tausch. Heute machen wir dualen Tausch. Wissen Sie wie? Ware, Produkt, Shampoo, gegen was tauschen wir? Gegen Geld. Geld. Und alle sagen, es ist doch logisch, Geld ist ein Produkt wie jedes andere. Das haben Sie hier auch schon gehört von Leuten, die hier saßen. Ja? Der Herr Janich zum Beispiel hat den schönen Satz gesagt. Und das ist die Grundfehlannahme. Das ist der Grundfehler für die Zukunft. Oder ich möchte sagen, das ist die Blockade für die Zukunft. Ja? Und diese Blockade steht auch in solchen Büchern wie diesem hier. Ich habe das vor einer Woche, zwei Wochen habe ich das auch gefunden. Geschrieben 1921, ein Banker, der seinen Sohn wiederum als Bankdirektor natürlich sieht, 1921, im Januar begonnen, eigentlich im Dezember an Silvester hat sich der Herr Bankdirektor ans Schreiben gemacht zu seinem Sohn und er fängt den Satz an, heute Silvester, da haben wir wieder die Feststellung, dass es in jedem Land zwei Völker gibt. Die einen, die weinen an Silvester, weil sie unter Geldmangel leiden und die anderen betrinken sich mit Champagner. So. Und naja, diese von den anderen, die leiden, die betrinken sich auch viele, aber um die Schmerzen zu betäuben eher. Ja. Aber ich weiß, was Sie meinen, also diese Schere, die auseinandergeht. Ja. Vielleicht war sie 1921 60 zu 40, heute ist sie schon 20 Reiche, also 20% zu 80% Armen, auch in Europa. Mhm. Wir haben ja über 28% Arbeitslose. Die Zahlen werden immer nach unten manipuliert. Ich versuche es mal kurz runterzubrechen, was Sie gesagt haben mit dem Verfassungsvorgang in der Schweiz. Also Sie versuchen auf legalem Wege über das schweizerische System mehr oder weniger das System zu kapern mit Ihren Ideen, die wichtigen und richtigen Leute in der Schweiz zu infiltrieren, davon zu überzeugen, dass Ihr System nicht nur gut ist, sondern auch der einzige Weg ist in diese Richtung. Richtig. Und dann über Beispielcharakter, über die Schweiz quasi auszustrahlen und zu sagen, so wie die Schweizer machen es uns vor, sowieso immer, ja, weil in der Schweiz funktioniert es am besten und das sollte der Rest der Welt dann übernehmen oder nachmachen. Plus eben diese 100, 200.000 Kontobenutzer schon, damit man es in der praktischen Anwendung zeigen kann. Ich sage aber nur als mal zum Probieren, als Spiel, weil ohne staatliche Grundlage, nämlich mit Gesetzen, kann keine alternative Geldtheorie jemals Fuß fassen. Also das müssen wir einfach vergessen. Die Banken haben sich Gesetze gekauft, die ihr Monopol für immer und ewig zementieren. Und jeder gute Denker da, es gibt ja, ich möchte mal sagen, vielleicht sogar Tausende, die sich Sorgen und Überlegungen anstellen, wie ändern wir dieses System, wo jeder weiß, so geht es nicht mehr weiter. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt können 10 Hans-Jürgen Klausner hier sitzen mit auch 10 tollen Ideen, die haben nie eine Chance, weil im Gesetz steht, Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Und diese Landeswährung sind Bankengeld. Ja? Das Monopol der Banken ist gesetzlich verankert, da haben wir keine Chance. Also will ich nur eine Elite, die weiß, das ist eine gangbare Theorie. Da dürfen auch Banker dabei sein. Ich habe mit vielen Bankern geredet, die sagen, Herr Klausner, das ist logisch, das ist die Zukunft, aber wir machen die natürlich. Immer mit dem Vorspielen, Geld sei Materie. Natürlich kommt das bargeldlose Zahlungssystem. Ja, das kommt. Da können wir uns dagegen wehren, so viel wir wollen. Wir haben keine Chance. Wir nehmen es den Bankern vorweg, aber wir stellen es von der Materie auf die spirituelle Seite. Und wenn sie kontrolliert werden in Zukunft, dann müssen sie fragen, wer ist der, der mich kontrolliert? Ist es ein Materialist, der nur an das glaubt, was er sieht? Oder ist es ein spirituell geschulter Mensch, der noch ein bisschen höhere Dimensionen integriert und der ja weiß, auf geistiger Ebene sind wir alle offene Bücher. Mhm. Ja? Also brauche ich mich nicht verstecken, aber ich habe kein Bedürfnis, jemanden zu kontrollieren als geistiger Mensch. Ja? Und dann sind wir eigentlich bei einer kosmischen Buchhaltung, eben wie Sie mir das Stichwort gegeben haben, dass es alle übernehmen, weil es die Schweizer erfunden haben. Die Österreicher kommunizieren es
Und die Deutschen erklären es dann dem Rest der Welt, ja, und setzen es auch um. Und dann ist es relativ schnell gelaufen, weil ein solches tolles System, die Banken gehen sowieso demnächst alle den Bach runter. Mhm, ja. Und jetzt soll man ja eine neue Weltwährung einführen, genau dieses Jahr. Wissen Sie, wie sie heißt? Ich habe es letztens gelesen. Phoenix. Phoenix heißt, Sie wissen, was Phoenix heißt? Der aus der Asche aufgestiegen ist. Also ja. Muss irgendjemand zuerst Asche produzieren. Das große Feuer, ja. Wo wird, ich kann es Ihnen auch sagen, ich habe diese geheimen Dokumente schon gelesen. Ja. Asche, in diesen Weltkarten der Illuminaten steht unter Russland Wüste. Könnte Asche auch heißen, ja? Mhm. Unter Afrika steht zoologischer Garten. Dort werden die Menschen mit irgendeinen anderen Methoden dezimiert, ja, als Zoowärter dann noch, ja. Und Europa finden sie auf der Karte gar nicht. Da ist nur noch Wasser, steht Atlantik. Wissen Sie, wo Europa ist? Punktiert in Nordamerika integriert. Das heißt, die wir mal aus Europa rausgeschmissen haben vor 530 Jahren, ja, als Kolumbus Amerika entdeckt hat, im Auftrag einer Gruppe Menschen, die haben sich damals schon geschworen, euch Europäer kaufen wir noch. Ja? Mhm. Und das macht man mit materiellem Schuldgeld, ja? Über Verschuldung. Und wenn wir aus diesem Szenario aussteigen wollen, dann ist jetzt der letzte Moment, meiner Meinung nach, es umzusetzen. Und wir brauchen dringend jetzt hier die Koryphären, die das verstanden haben. Und Ihre Frage war ja, Herr Klausner, wie viele Leute verstehen Sie? Ich kann Ihnen sagen, pro Video 3. Aber wirklich tolle Leute, aber absolute Spitzenleute, und auf die kann ich jetzt aufbauen und die können diese weiterführenden Türen öffnen, dass wir das Kapital dazu bekommen. Sie kennen mich ja, ich rede immer von 30 Millionen, sind erforderlich, um in der Schweiz eine politische Basis aufzubauen, die diesen Verfassungsartikel umsetzen kann. Und dann ist es in 2 Jahren, im September 2019, Entschuldigung, ist es eine große Chance, vielleicht sogar die letzte Chance, dass wir aus spirituellen Händen, also Kreisen, die Macht demokratisch übernehmen können in der Schweiz. Und dann, und das ist ja das Schöne von der Humanwirtschaft. Moment, das heißt also für Sie, 2, 3 Leute pro Film, den wir machen, die auf Sie zukommen, reicht für Sie schon als Erfolgserlebnis, absolut, um zu sagen, das funktioniert. Ja? Absolut. Also ich komme an die richtigen Leute auch hin. Auch einer, dadurch, ja? Der anruft, wäre für mich schon ein Riesenerfolg von dieser, okay, Stunde, die wir uns hier wieder, ja, gegenseitig machen. Ich meine, wir skypen ja öfters. Wir haben ja schon, richtig, oft uns ausgetauscht und ich versuche ja Ihr Thema immer wieder zu durchdringen. Ich kriege eine Ahnung jedes Mal besser, um wie es geht. Mir fehlt einfach auch der Sachverstand, um in die Materie reinzugehen. Sie schmeißen so viele Fachausdrücke immer rein, dass es mir als Laie sehr schwer fällt, wenn die anderen schon Schwierigkeiten haben. Aber mal auf unser großes Thema zu kommen, was wir halt eigentlich auch machen wollen, ja, der Inkasso-Wahnsinn. Ja. Wie können wir denn das zusammenbringen? Warum ist das so wichtig, dass wir das verstehen müssen mit dem ganzen Inkasso-System? Gut, dafür habe ich jetzt wieder mal ein paar Präsentationsfolien zusammengestellt von den 170, die ich habe, wieder mal so 20, damit wir das schön verteilen. Das ist ja Forderungen aus dem Nichts, ist mein Übertitel hier, ja, Inkasso. Ich habe aber noch ein bisschen tiefer begonnen. Alle Forderungen aus dem Nichts sind Forderungen, wo eben das Geld nicht vorhanden ist, wo der Geldmangel explizit zunimmt. Bankzinsen, das habe ich kurz erwähnt, auch bei Mietzinsen. Also dass der Zins, ich fange jetzt mal generell nochmal bei Bankzinsen an, das steht schon in alten Büchern von Aristoteles und Hippokrates und so weiter. Der Untergang jeglicher Zivilisationen, auch des Altertums, war begründet durch den Zins. Die hatten ja früher 12-15%, die alten Schuldbücher der Römer. Ja? 46 vor Christi war eine der größten Entschuldungsaktionen. Ja? Ich bringe diese Folie jetzt nicht, die wäre ein bisschen kriminell, das wäre schon ein Aufruf zur Revolution. Damals war das so. Aber Zinsen sind bewusste Zerstörer von Kulturen, vielleicht auch unbewusst, das bewusst möchte ich jetzt mal weglassen, und gibt Forderungen, die man nicht begleichen kann, weil die Geldmenge zu gering ist. Bei Mietzinsen in der Humanwirtschaft habe ich nichts dagegen. Es ist ja immer, welcher Anteil ist Forderung aus dem Nichts? Bei einem Mietzins, der Wort Zins ist eigentlich ein bisschen schade, aber
dass ein Hausbesitzer sein Haus instand halten muss und dass das Mieten kostet, das ist logisch. Aber die werden in der Humanwirtschaft noch höchstens die Hälfte sein, weil die Bankzinsen wegfallen. So, und jetzt kommt unser Hauptthema, Mahngebühren. Muss ich heute gar nicht groß erklären. Das ist heute bekannt. Ich habe nachher ein Beispiel gebracht. Inkassospesen, horrend. Ja, sehen Sie auch gleich. Das sind alles Forderungen aus dem Nichts, wofür das Geld nicht da ist. Das heißt, genau wo werden diese Forderungen gestellt? Bei einem, der nicht zahlt. Also das Märchen, dass man nicht zahlt, weil es gerade so viel Zinsen auf den Sparbuch bringt, das kann man heute niemandem mehr erzählen. Ja? Also dass man quasi nur mit Nachdruck und Androhung von, ich sage immer, russischem Roulette, russischem Inkasso, dass man da den Schuldner zum schnelleren Zahler bringt. Und übrigens, schnelles Zahlen hat nichts zu bedeuten mit schnellerem Geldumlauf. Ja? Wenn ich Forderungen, wenn wir heute 4 Leute am Tisch wären, jeder liefert ein Produkt, das einer braucht, um ein neues Gesamtprodukt zu machen. Und jeder will vorher schon das Geld haben, aber erst aus dem Erlös des vierten oder fünften Zusammenstellers, Sie sind ja ein bisschen bewandert mit Montage, erst wenn der es verkauft hat, ist das Geld auf dem Tisch. Was passiert? Wenn aber jeder sofort das Geld haben will, dann muss jeder zur Bank rennen und sagen, ich brauche einen Kredit, damit ich meine Ware kaufen kann, ja, die ich brauche, um meine Produkte in kompletter Version herzustellen. Also dieses sofort viel Geld haben wollen oder sofort bezahlt haben wollen, erhöht den Bedarf der Geldmenge. Das hat noch niemand ausgerechnet, das ist aber so. Und Inkassospesen helfen da nicht, die Umlaufgeschwindigkeit zu erhöhen, sondern machen den Geldmangel noch krimineller, möchte ich fast sagen. Ja? Und jetzt kommt das Schönste noch, die Polizeibußen, Forderungen aus dem Nichts. Per gesetzlicher Grundlage natürlich. Ja? Werden Sie gleich sehen, zu was das führt. Alle diese Forderungen, dafür ist das Geld nicht vorhanden. Ja? Und auch das Umlaufgeschwindigkeitsproblem kann das nicht lösen. Ich habe hier als Beispiel gefunden eine Forderung einer österreichischen Inkassofirma, KSV nennt sie sich, darf man ruhig laut sagen. Sie sehen, eine Grundforderung von 760 € wird mit 200 Nebenforderungen, mit 87 € Zinsen, 73 Bearbeitungsgebühren, Evidenzhaltung, alles tolle Kreationen von Namen, woraus man sagen kann, das ist ja logisch, das kostet doch etwas, ja, das kostet gar nichts. Heute macht der Computer das alles von alleine. Dann noch Mahn- und Interventionskosten. Sehen Sie hier? Also noch 205 €. Jetzt ist mein Cursor gerade wieder weg. Also am Schluss haben wir 1365,69 als Gesamtsaldo. Das ist fast das Doppelte. Sie sagen es. Ich habe hier die Prozentzahlen dazu geschrieben, wie viel Prozent jede Kunst. Forderung mit schönem Titel, natürlich juristisch abgesichert. Die Leute sind ja alles Juristen, die Inkassobüros managen. Ja? Die haben natürlich sofort gesagt, liebe Gesetzgeberkollegen, macht mal das alles so legal wie möglich, dass wir 80% Forderungen aus dem Nichts auf eine Rechnung drauf erheben können als Forderung, wobei der Computer das alles automatisch schreibt. Ja? Früher haben Mahnkosten und Mahnspesen 5 € gekostet, davon 2 € für das Kuvert und die Briefmarke. Ja, ich habe ja früher solche Computerprogramme verkauft. Ja, Knopfdruck, die Zeit rechnet der Computer automatisch aus, wie viel der Zins überfällig ist und so weiter. Kostet die Inkassobüros nicht. Ich kann Ihnen empfehlen, eröffnen Sie morgen ein Inkassobüro. Aber Sie brauchen einen Kollegen, der Ihnen wieder ein neues Betätigungsfeld, weil die Inkassobüro haben alle Schuldner unter Kontrolle. Also muss man doch neue Schuldner kreieren und dann braucht man nur der Bank zu sagen, reduziert mal wieder die Geldmenge, dann gibt es neue Schuldner, die die Rechnung nicht bezahlen können, dann habe ich ein Businessmodell. Das nennt sich Inkasso. So, und jetzt kommt's. Warum ich das auch vorstelle? Weil wir mit Euroweg, mit dieser Software, das perfekte Inkassobüro sind. Wird am Schluss noch dazu kommen, weil wir dem Schuldner einen Einkaufsrahmen erteilen, womit er diese Altschulden transferieren kann an den Gläubiger. Ohne Kosten, doch 3%. Also nicht 80%, sondern 3%. Ja? Als Arbeitsgebühr sozusagen oder Das Aufwandsgebühr. ist die Grundkosten unseres Softwareprogramms für Wegbegleitung. Inkasso, nein, nicht Inkasso,
wir nennen es Konkursversicherung und für das System eben das Inkasso. Ja? Eine schweizerische Firma ist ein bisschen adäquater hier in der Oktroyierung von Zusatzforderungen. Das sind jetzt Schweizer Franken. Sie sehen auch eine Forderung von 11.000. Das ist aber immer nach 3 Monaten. Sie müssen schauen, eine Forderung, die im Dezember gestellt wird, hat am 9.3. schon solche Kosten verursacht, nach 3 Monaten. Ich liebe hier folgende Frage zu stellen. Sie kennen den Satz, der Kunde ist König. Aber nur, wenn er gleich die Rechnung bezahlt, in Geld natürlich. Wenn er nach 2 Monaten nicht bezahlt, dann hat er eine schlechte Moral, nämlich schlechte Zahlungsmoral. Wenn er nach 4 Monaten nicht bezahlt, dann ist er sehr wahrscheinlich ein Gauner. Ja? Und wenn er nach 6 Monaten nicht bezahlt hat, dann wird er amtlich liquidiert durch Konkurs. Es gibt andere Firmen, die machen das innerhalb von 4 Monaten. Ich habe jetzt bewusst 6 Monate gesagt. Wer kam dann auf die Idee, aus dem Kunde König nach 6 Monaten einen zu liquidierenden Gauner zu machen? Ja, diese Frage muss man sich doch stellen. Das kann man nur sagen, diese Zivilisation hat also sehr wahrscheinlich noch nichts mit Zivilisation zu tun. Also dieses Wirtschaftssystem. Ja. Das sind doch ganz primitive, die rennen mit Keulen und Bedrohungen rum. Ja. Oder versuchen noch ein bisschen Kapital draus zu schlagen. Auch hier habe ich die Prozentzahlen mal hinzugefügt zu einer 100% legalen Forderung durch Warenlieferung. Die Schweizer sind ein bisschen adäquater, schlagen die halt 10% drauf. Forderungen aus dem Nichts. Schauen Sie, mir hat mal ein Unternehmer, ein Bauunternehmer folgendes Beispiel gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie, Herr Klausner, die Konkurrenz ist so groß, dass ich zu null Gewinn meine Ware anbiete, Bauunternehmer. Aber ich hoffe, dass die Leute nicht bezahlen, dass ich nach 60 Tagen Mahngebühren von 5% draufschlagen kann, dann ist das mein Gewinn. Der war wenigstens noch clever genug, das nicht ans Inkassobüro zu vergeben, diese 5% Gewinn. Aber früher haben die Firmen noch ohne Inkassobüro auch Mahngebühren verlangt und das war schlussendlich ihr Gewinn. Aber darauf kann man doch kein Geschäftsmodell aufbauen. Ist es aber. Das weiß nur niemand. Das heißt, die Leute gehen davon aus, dass sie ihr Geld erst später kriegen und machen damit ihren Gewinn. Weil es gesetzlich legalisiert wurde. In jedem Gesetz steht drin, Mahngebühren sind per Gesetzartikel sowieso legal. Irgendwo stehen auch diese Paragraphen. Okay. Ja, dahinter versteckt man heute den Gewinn. Aha. Weil man im Angebot gar nicht draufschlagen darf, sonst bestellt der Kunde woanders. Und Sie sagen jetzt, im Euroweg gibt es das alles nicht, weil da gibt es nur 3% Gebühren, Buchungsgebühr und alles andere fällt weg. Richtig. Aber wir möchten schon, dass die Unternehmer mit Gewinn verkaufen. Und schauen Sie, sobald Sie den Geldmangel eliminieren, ist der Gewinn eben ganz was anderes. Und in einem reinen Buchungssystem, einem Warentransferbuchungssystem, ist die Ware im Vordergrund und kein Geld, kein materielles Geld. Sie können nichts rausnehmen. Ja? Also verlieren Sie keine Ware. Also ist es nur Buchhaltung. Und wenn es nur Buchhaltung ist, dann gönnen Sie dem anderen den Gewinn. Dann frage ich Sie, Freundschaftspreis, ich hoffe, du hast genügend Gewinn, wenn du mir eine Rechnung stellst mit 1000 Euro. Ja? Wenn er sagt, nee, ich mache das aus Freundschaft mit null Gewinn, dann sage ich, nein, das ist falsch, darfst du nicht. Weil der Gewinn ist das Maß für deine Einmaligkeit, deine Freiheit und deine Motivation. Ich möchte, dass du dich frei fühlst, dass du motiviert bist und dass du nicht das Gleiche machst wie Millionen andere. Such deine Einmaligkeit. Und das ist ein Bildungsauftrag dann in Zukunft an unsere Schulen. Such deine Einmaligkeit. Natürlich. Das ist wie so ein Spruch fürs Auto hinten drauf. Ja. Genau. Schauen Sie heute, wenn Sie eine Forderung haben an alte Bekannte oder Lieferanten oder Firmen, Entschuldigung, Sie sind der Lieferant, also an Kunden, dann brauchen Sie, wenn Sie die Lust verlieren, den anzurufen. Ich sage immer, wir haben zu wenig ethische Moral, ja, Grundlage. Wenn bei mir, ich habe noch nie einem Kunden eine Mahnung geschrieben, ich rufe ihn an. Ganz nett und sage, du, wie wäre es, wenn du mir das Geld mal vielleicht in 1-2 Wochen zahlen würdest, ich könnte es dann dringend gebrauchen. Ja? Funktioniert immer. Ich gehe doch nicht einem Inkasso-Unternehmen den Auftrag zu geben, den gleich zu bedrohen mit strikten Mahnungen und unnötigen Gebühren, ja? Die dann ein Dritter in die Tasche steckt, für nichts zu tun. Ich mache das mit einem netten Telefon und da sollten wir wieder hinkommen. Aber wir haben da jetzt eine Lösung, die ich ja heute vorstelle, über die Euroweg-Software, die kann das genau so machen. Also wenn Sie nicht den Mut haben, Ihre Schuldner anzurufen,
dann machen wir halt das über Euroweg. Euroweg gibt dem Schuldner einen Wareneinkaufsrahmen, sprich früher Kredit genannt. Damit transferiert er diese offenen Forderungen und damit hat das Problem gelöst. Und das ist ja ein Schulden- und Guthabenregister, muss man sagen. Wir haben den Lösungsweg. Wir erhöhen eben auch die Bonität der Kreditnehmer oder der Schuldner. Also wenn Sie einen Inkassoauftrag erteilen und der nach 2 Monaten einen gerichtlichen Auftrag Ihnen schickt, ist Ihre Bonität bei Banken im Eimer. Weil die geben ja das Ganze an eine Schufa und ein Betreibungsamt weiter und dort sind sie registriert. Ja? Also ich bezeichne Inkassobüros als Bonitäts- und Kreditwürdigkeitsruinierer und damit zerstören die einer Firma die Lebensgrundlage. Nämlich Kredit ist die Lebensgrundlage jedes Unternehmens. Ja? Also ich nenne es ab und zu auch noch krasser, es ist für mich schon ein Mordanschlag. Ja? Erst wenn wir diese Euroweg-Leistungsverrechnung zur Grundlage machen, die ja interessanterweise 2 Währungen hat, eine virtuelle und eine Cash-Währung, ja, können wir das sogar aufteilen. Wenn Sie sagen, ich übergebe das dem Euroweg-Inkasso, aber ich hätte gerne noch 10, 20, 30, 40% in altem Cash, ja, Banknoten-Cash, ja, und 60 oder 70% bin ich einverstanden, dass der Schuldner mich bezahlen kann in virtuellem Geld. Ja. Dass er von dieser Datenbank Euroweg, es ist ja nur eine Datenbank, eine Weltzentralbuchhaltung, ja, wo auf der Basis vom Euro alles abrechnet, weil Euro wissen wir, was das ist. Das ist dann einfach das Schulden- und das Guthabenregister ist gebucht für den Tag, wo wir politisch die Grundlage haben, es zum Weltstandard zu machen. Ja? Und man kann es auch jetzt schon transferieren. Also es ist schon konsumierbar. Was ist ja Geld? Geld ist ein Rechtstitel an Konsum. Und genau das Gleiche ist Euroweg, es ist ein Rechtstitel an Konsum. Und wenn 100.000 Leute so ein Konto haben, da ist der Bäcker, der Metzger, der Schreiner, der Wasserlieferant, wir sind sowieso dabei. Wasser, Kristallwasser kann jeder bei uns kaufen. Dieses Möbel hier, jetzt komme ich nochmal ein bisschen aufs Wasser zu sprechen, kann jeder mit Euroweg kaufen, mit 50%. Also ich splitte hier diese Produkte. Ich wollte nochmal das zeigen, das Kristallwasserkonzentrat, das ist übrigens hier drin, das ist ja noch mit dem Kristallpulver. Das hat diese Elektrosmog und erdstrahlenhemmende Wirkung und macht Folgendes eben genial. Es erhöht die Bioverfügbarkeit der gesamten Nahrung, die Sie zu sich nehmen. Weil Also nicht viel, nur geistige Klarheit, nicht sondern nur, auch. richtig, ich nehme gerade mal einen Schluck, Sie haben noch gar nichts getrunken. Ja. Ich habe vorhin schon einen Liter getrunken, Einen Liter, ja, deswegen. das mache ich generell. Bevor ich hier so eine Sendung mache, bin ich mit einem halben Liter Kristallwasser in den Zellen. Das heißt, mein Körper hat schon einen Elektrosmogschutz, ja. Und diese Klarheit, die ich brauche natürlich, um hier ein bisschen was zu erzählen, die ist natürlich vorhanden. Und eben, man kann diese Produkte kaufen. Jetzt möchte ich gerade noch mal ein bisschen sagen, was man alles für Produkte haben. Wir haben auch Augentropfen. Sehr bekannt, ich lese Ihnen gleich was vor. Wir haben eine Gesichtscreme, Ganzkörpercreme, die wird sehr geschätzt und auch Shampoo. Und das nächste, was wir machen, Und sind das dann alles auf der Basis von diesem Kristallwasser. immer 50, 60% ist Kristallwasser, das Konzentrat natürlich. Das hier ist die Vermischung schon mit dem Quellwasser, 1 zu 2, also 2 Drittel ist Quellwasser, 1 Drittel ist dieses Konzentrat. Für große Distanzen empfehle ich dann den Leuten, obwohl ich fahre immer mit dem Auto von nördlich nach Berlin zu einem guten Kunden, da liefere ich immer beides. Und dieses Möbel, das habe ich natürlich gedacht, es gibt viele teure so Elektrosmog-Absorber an Steckdosen und so weiter. Ich finde es angenehmer, wenn ich darauf noch ein Glas abstellen kann, eine schöne versteinerte Holzplatte obendrauf. Unten das Oktagon ist immer ein Energieverstärker. Ja? Und diese Produkte kann man eben bei uns halbe halbe in Euroweg bezahlen. Ja? Und damit möchte ich den Leuten dokumentieren, man kann mit dem virtuellen Euroweg-Geld auch was kaufen. Und darum möchte ich jetzt 100.000 Leute so schnell wie möglich mit ihren Produkten, mit ihren Leistungen auf dieser Plattform haben.
Es kann auch nur als, wenn ein Rentner zu mir kommt und sagt, ja, was habe ich denn noch anzubieten, dann sage ich, deine körperliche Leistung. Also du kannst Kinder hüten, du kannst deinen Erfahrungsschatz weitergeben, kannst dafür was verlangen, ja. Du kannst Kurse geben, du kannst irgendwelche Gartenarbeiten machen. Es ist also, ich kenne einen Club in der Schweiz, das sind pensionierte Führungskräfte zur Unterstützung von jungen Unternehmen. Der Atlatus Club, ja. Sowas sollten wir professionell gründen, managen und über Euroweg zur Verfügung stellen. Ja? Dann kriegen diese Leute aufgeteilt vielleicht 30% Cash, 70% virtuell, weil unsere Software beide Konten eben beinhaltet. Das Problem bei Inkasso ist ja oft nicht, dass die Menschen nicht zahlen können. Das ist ja der eine Grund, die anderen wollen einfach gar nicht zahlen. Aber gegen sowas lässt sich ja kein System, da kann man ja nichts machen dagegen. Also viele Menschen haben einfach kein Geld. Denen ist das Geschäft kaputt gegangen, die haben irgendwie Verluste gemacht, die sie nicht einkalkuliert haben und haben dadurch natürlich keine Zahlungsmittel. Aber es gibt halt einen Haufen Gauner auf der Welt auch, die kann ja ihr System nicht ausschließen in dem Fall. Oder glauben Sie, wenn das System eingeführt wird, dass dann plötzlich alle ehrlich werden? Schauen Sie, ich habe in meinem ganzen Leben, 45 Jahre Unternehmer, genau einen solchen kennengelernt. Genau einen, von dem Sie jetzt reden. So ein richtiger Gauner. Ja, ja. Der hat sogar auch über mein System gesagt, ach, ich kaufe jetzt überall schnell ein, so viel ich kann. Weißt du, ich gründe jetzt eine Firma. Ja. Und in den ersten 2-3 Monaten, früher hat man ja immer noch auf Rechnung geliefert, das war also vor 20 Jahren, hat mir das einer tatsächlich so vorgemacht. Hat gesagt, dann kaufe ich überall ein, habe einen Haufen Ware, egal was ich kriegen kann, nichts für mein Geschäft. Ja? Und dann mache ich Konkurs und dann verkaufe ich die Ware wieder. Dafür gibt es ja dann eBay und so. Mhm. Ja? Zum günstigen Preis. Und alle kaufen meine Ware und die Kohle stecke ich in die Tasche und die Firma habe ich pleite gehen lassen. Einer von 1 Million. Nein, vielleicht 10.000. Aber das Inkasso-Unwesen auf so eine Geschichte abzustützen, ist eine Frechheit. Verstehen also Sie? Meine Erfahrung das ist ein Märchen. Ist, ich bin jetzt ein paar mehr Gaunern schon begegnet. Ich erinnere mich an eine eBay-Auktion, wo ich eine tolle neue Sofagarnitur für 700 Euro gekauft habe. Geendet hat es damit, dass wir dann einen Gerichtsvollzieher hinschicken mussten. Der hat gesagt, da gibt es gar keine Firma, das ist nur ein leerer Heustadel. Das war, der hat 500 Leute hat er abgezockt mit jeweils ungefähr 1.000 Euro. Und ist dann Richtung Karibik abgeflogen. Eben, und da kenne ich ein paar Fälle davon. Ein paar? Ja. Gut. Also ich persönlich jetzt. Also ich glaube nicht, dass von 10.000 Leuten nur einer irgendwie so drauf ist. Also meine Frage ist, wie kann man in dem System den menschlichen Faktor irgendwie ausschließen oder zumindest in den Griff kriegen? In meinem System betrügt der Mann sich selber. Es gibt nachher kein Geld mehr zum Rausnehmen und in die Karibik fliegen. Das ist nicht möglich. Ja. Mhm. Er kommt aus dem System gar nicht raus. Und wenn er einmal sich so geoutet hat als Betrüger, dann beginnt das Gefährliche im reinen bargeldlosen Zahlungssystem. Es kann sein Konto gesperrt werden. Mhm. Ja. Dann ist er draußen. Dann kann er zwar in der Karibik noch versuchen, mit der Ware, die er so ergaunert hat, unter die Leute zu bringen und tauscht sie ein, natürlich gegen andere Ware, aber irgendwann ist das Spiel zu Ende. Mhm. Ja? Und der kommt dann schwerlich wieder zurück in das System. Also das System zwingt einen quasi zur Ehrlichkeit, weil richtig, sonst ist man out of the game. Richtig, ganz genau. So, das ist eines meiner Lieblingsthemen noch geworden. Ich hoffe, Sie haben es vielleicht vorher gelesen, bin ja ein bisschen zu schnell gewesen. Ich hatte einen Mitarbeiter, ich muss bewusst sagen, der wurde von meiner Firma verhaftet. Wegen nicht bezahlten Polizeibußen über 13.000, der sitzt ein Jahr im Gefängnis wegen nicht bezahlten Polizeibußen. Stellen Sie sich mal vor, ein Sechserkommando der Polizei mit Hunden verhaftet einen Mitarbeiter. Dann habe ich es erst geschnallt. Was hat der gemacht? Er hat einfach. Er ist immer ohne Führerschein gefahren. Er hat keinen Führerschein, fährt Auto, wird geschnappt, kriegt dann wieder irgendwelche Bußen im vierstelligen Bereich, also ab 1.000 aufwärts, oder? Das hat sich bei dem zusammen addiert. Da ist die Schweiz ein bisschen empfindlich. Ich habe auch gelesen, dass jetzt seit Einführung dieser Höchstgeschwindigkeit oder wenn man so und so viel km/h zu schnell gefahren ist, dass man sogar ins Gefängnis muss. Und es sitzen mittlerweile, ich glaube, 8 Leute sogar im Gefängnis, weil sie zu schnell gefahren sind und gar nicht mal so viel zu schnell. Viel mehr. Ich zeige Ihnen gleich die Folie. Die kommt gleich. Okay. Ja? Aber schauen Sie, was noch erstaunlicher ist, ich habe eine neue Firma gegründet, eben meine Kristallwasserfirma in Kärnten, diesen Mitarbeiter angestellt. Und ich wusste, ich habe natürlich keine große Auskünfte über den Mitarbeiter eingeholt. Plötzlich kommen die blauen Briefe, sind da die Betreibungen in Österreich. Wissen Sie, was das war? Lohnpfändungen.
Das heißt, wenn Sie einen Mitarbeiter anstellen, müssen Sie zuerst den fragen, du könnt, hast du aus früheren Zeiten bei großen Firmen noch offene Schulden? Sobald die merken, dass er wieder einen neuen Job hat, und der ist ja gemeldet über die Krankenkassen und Versicherungen, dann kriege ich als Arbeitgeber, wenn Sie zu einer wären, Entschuldigung, Herr Stein, bekomme ich die Lohnpfändungen, muss es Ihnen vom Lohn abziehen und dieser Versicherung schicken. Ja? Und die pfänden mich mit den allerschlimmsten Mitteln, eben mit Konkursandrohung. Ja? Also die ruinieren wegen einem Mitarbeiter, der alte Schulden hat, ruinieren die meine Kreditwürdigkeit meiner Firma. Stellen Sie sich mir so einen Unsinn vor. Ja? Also ich habe diesem Anwalt, der mir das geschrieben hat, gesagt, Sie machen mir gleich, Sie zeigen mir plakativ auf, dass ich nie mehr in Österreich einen Menschen anstelle. Ich wäre doch nicht blöd. Ich müsste ja die ganze Vergangenheit von dem zuerst durchleuchten. Ja? Hat er Betreibungen, ist er irgendwo bei der Polizei schon gesucht wegen nicht bezahlten Bußen? Plötzlich steht die Polizei vor meiner Firma. Ja? Wo sind wir eigentlich gelandet? Also wir sind kurz vor dem, ich möchte schon sagen, Super-GAU. Ja? Also so weit hat es unser Geldsystem schon gebracht. Hier zu Ihrer Frage, Gefängnisse 14% Geldschuldner, nicht 4 Leute oder 8. 14% der Gefängnisinsassen in der Schweiz, gibt 7.048 Gefängnisplätze, da unten steht die Zahl, und 7.072 wurden, also natürlich, die meisten sind nur 2-3 Tage im Gefängnis, ja, das ist ein großer Wechsel, vielleicht eine Woche, es gibt Leute, die sind einen Monat im Gefängnis wegen nicht bezahlten Bußen. Moment, es gibt 7.048 Plätze in der Schweiz. Richtig. Das scheint mir aber ein bisschen wenig für ja, die ganze Schweiz. Ja, habe ich auch gedacht, ist wenig. Aber ich habe die ganze Liste, ich kann Ihnen die gesamte, gehen Sie es googeln. Das sind ja nur ein paar Gefängnisse dann irgendwo. Nein, das sind schon in jedem Kanton 3, 4 Gefängnisse, 5, 10. Aha. Ja. Es gibt genauso viele Mitarbeiter auch. Die Schweizer so ehrlich, das ist ja, pro Insasse ein Mitarbeiter fast. Ja. Also es ist auch ein Arbeitsbeschaffungsprogramm, ja. Und der unterste Satz ist natürlich frappant. Zugenommen haben im vergangenen Jahr Freiheitsstrafen, die anstelle einer nicht bezahlten Geldbuße verhängt wurden. Was sagt man dazu? Ja? Also zu schnell fahren, 3 Kilometer in der Schweiz sind schon 100 Franken. Mhm. Ja? Nicht zahlen, dann kommt noch 150 Franken Spesen dazu. Ich habe jetzt eine bekommen, ich bin 16 Kilometer zu schnell gefahren, hat 300 Franken gekostet plus 310 Franken irgendwelche Schreibgebühren. 610 okay. Franken Buße kassieren die wegen 15 Kilometer zu schnell fahren. Das ist aber normal in Deutschland. In Deutschland macht man immer Mehrwertsteuer fahren, also 19% mehr eigentlich, wie es draufsteht. Das, so fährt eigentlich jeder bei uns. Ja. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller, kurz. Das ganze Geldmangelsystem ist ein Businessmodell. Die Post verdient Millionen dabei. Die größten Kunden sind immer die Inkassobüros und die Betreibungsämter in der Schweiz. Und die machen auch die meisten Firmenkonkursanträge. Obwohl die Verluste gar nicht so gigantisch sind, das ist eben hier die 2,8 Milliarden. Das ist 0,8% vom Bruttosozialprodukt. Das ist die Grundlage meiner Konkursversicherung bei Euroweg. Dank dieser Zahl weiß ich, eigentlich mit 1% Mehrwertsteuergebühr dazu könnten wir jeden Unternehmer und jeden Schuldner kreditwürdiger machen, ja? Dann würde der Geldfluss von den Banken zu den Schuldnern funktionieren wieder. Der funktioniert heute nämlich nicht, weil die Banken sagen, heute sind 90% nicht mehr kreditwürdig. Und in diesem Buch vom Gelde sagt der Banker übrigens auch, die Banken haben den Job, das Spargeld einzusammeln, aber sie sind so ungerecht, dass sie dieses Geld nur wieder den wenigen Geldsäcken geben, die eigentlich schon genug haben, weil die die Sicherheiten darstellen können. Ja? Mhm. Und der es wirklich bräuchte, der kleine Handwerker, der ist so kreditunwürdig, der kriegt von diesem Spargeld gar nichts. Mhm. Ja? Also, wie viele in Deutschland pleite gehen? 40.000, das war 2003. Ich habe hier natürlich meine Präsentationsfolien von früher. Und wie gesagt, die Lösung heißt bei mir Humanwirtschaft. Sie hat ein Konzept für gesättigte Märkte. Sie eröffnet das Warenbezugsrecht auf Blankobasis. Blanko heißt ohne Hinterlegen von Sicherheiten. Ja? Und das ist dann wirklich der Ausstieg aus dieser Verschuldungsspirale. Ich nenne sie Humanwirtschaft. Das M im Man
sollte eben diese entmaterialisierte geistige Welt darstellen. Das heißt nämlich, Hu heißt Licht und Man heißt Wesen. Darf man ruhig mal laut sagen, das ist das, was wir als Alternative zur kommenden Weltdiktatur der Banken eigentlich anbieten können. Darum bin ich nach wie vor überzeugt. Ich nehme jeden gerne mit ins Boot, der genau die gleiche Idee hat, aber andere Ideen, die mit materiellem Geld kommen, kann man nicht gebrauchen. Ja? Mhm. Die lassen das alte System, wie es ist. Hier, das finde ich eine schöne Grafik noch mit dem Abgrund, wo man uns erzählt, ihr habt keine Alternative, aber sobald die Menschen jetzt diese Alternative Euroweg sehen, das Brett verlassen, indem sie sagen, bei euch spielen wir gar nicht mehr mit, wir nehmen kein materielles Schuldgeld mehr, das eh schon im Mangel ist, das eh nur Inkasso und anderen Unsinn fördert und am Schluss die Menschen kollektiv in die Pleite treibt, in die Insolvenz, wir steigen aus. Wir wollen auch keinen IWF als Geldgeber, der uns noch mehr aufoktroyiert, dass der Staat sparen müsse, dass die Renten gekürzt werden und. Überall wird ja nur gekürzt. Die haben ja gar keine andere Idee. Und kürzen heißt umverteilen. Man nimmt es dem Armen eh schon weg, das letzte Hemd, wie man sagt, und gibt es den Reichen. Mhm. Ja? Und das, was ich hier mit dem grauen Kreis als Schuld, als provisorische Buchhaltung ja nenne, das ist genau das, was nur möglich war, weil diese Seite, die rechte Seite, die Computerisierung schneller vorangetrieben hat. Und wir hier drüben, die Wirtschaftstreibenden, wir haben natürlich tolle Transportsysteme, Lastwagen ohne Ende auf den Autobahnen, die Ware von A nach B bringen. Aber für die Rechnung einzubuchen, braucht man noch eine Sekretärin, die das von Hand macht. Ja? Also primitiv. Und wir haben mit dieser Euroweg-Software diesen Warentransfer automatisiert. Warum? Weil hinter jedem Konto eben die Warenbuchhaltung durch einen E-Shop steht. Und dann kann man sagen, dann haben wir es geschafft. Das war ein Technologiesprung 1696, da wurden die Könige entmachtet durch die Banken. Und jetzt stehen wir vor einem neuen Technologiesprung, ja, der vernetzten Warenbuchhaltung. Und darum nennen wir unser System auch Warenkreditgeld oder das Geld, das ich hier mit Euroweg produziere, nennt sich eben die Warenbuchhaltung. Ja, die ersetzt die Geldbuchhaltung. Mhm. Ja, und das ist dann ein Systemwechsel. Alles andere hat nur Kosmetikfunktion, ja, Plan B und solche Sachen. Ja. Und dann ist das Grundproblem gelöst, das eben von der einen Weltregierung so gemanagt wird. Das Ziel oder die Grundlage dieser Geldelite ist, wir geben den Armen eh schon kein Geld, kein Kredit. Ja? Dann bleiben sie schön arm, weil Arme kann man besser regieren, habe ich schon mal eine Folie gezeigt. Dann produzieren sie Krieg, das ist immer ein gutes Businessmodell. Dann müssen die meisten fliehen, das ist die Grundlage der Völkergemisch. Und nur eine Mischnation, wo es bald keine Deutschen mehr gibt, kann man zu einer Weltregierung zwingen. Das ist das Businessmodell. Ja? Und wenn wir das eliminieren wollen, also wenn wir keine Weltregierung auf materieller Ebene wollen, ich sage nicht, Weltregierung ist schlecht, Weltnormsystem, wie die DIN-Norm, die deutschen Industrienormen, dass wir alle wissen, was ein Millimeter ist oder ein Zentimeter, das macht Sinn. Genauso brauchen wir ein Geldsystem, das alle wissen, wenn ich sage 10 Euro ist das und das wert, dann wissen alle, was das ist. Aber es darf nicht mit Geldmangel operiert werden. Also wenn ich das Bild von der DIN-Norm mal kurz aufgreife, dann wäre das jetzt die Justierung der Weltfinanzen nicht in Form von einer Regierung, die die anderen regiert, sondern dass man das einfach normiert. Richtig. Und dadurch dann jeder weiß, was Sache ist und auf dieser Basis dann miteinander Geschäfte betreibt. Ja. Genau, wunderbar gesagt. Und dann spielt wieder das kleine Dezentrale seine Hauptrolle. Der Bürgermeister, der seine 1000 Leute kennt, wo die Leute sich untereinander kennen, wo eine lokale Versorgung auf ruhig höherem Preisniveau stattfindet, wo man nicht in China einkaufen muss. Das ganze Import-Export-Gehabe ist ja nur dafür da, um überall Geldschulden zu tarnen. Das ist ein Tarnsystem. Mhm. Ja? Also, das habe ich schon erwähnt. Also Geld mit Materie, eben physisch dargestellt durch den Zins, Zeitverknüpfung macht immer aus einer Recheneinheit ein Produkt. Das muss eliminiert werden, weil dort gibt es immer gleich viel Verlierer wie Gewinner.
Ja? Und wenn wir ein Gewinn für alle System haben wollen, das nenne ich Systemwechsel, dann müssen wir Geld nur zur Recheneinheit, sprich zur Buchhaltung machen. Ja? Und im Vordergrund steht die Leistung und die Güter. Und dort kann jeder aus sich heraus so viel produzieren, wie eben die Nationalbank Geldnoten produziert. Dann ist jeder seine eigene Nationalbank, Notenbank. Ja? Und dann darf er in der Buchhaltung einen Aufschlag, sprich Gewinn haben, soll er, gesetzlicher Gewinnschutz, damit seine Einmaligkeit, seine Freiheit und seine Motivation einen Maßstab bekommt, einen Wert, eine Zahl. Ja? Mhm. So, und das ist dann der humanwirtschaftliche Staat, Humanbewegung als Umsetzerorganisation, und die wird dann logischerweise den Gewinn nie mehr besteuern. Also unser politisches Credo natürlich, um die Wahlen zu gewinnen, zurück für unsere Anfangsdiskussion, warum sollen die Leute uns wählen? Erstens garantieren wir ihnen Wohlstand für alle durch die Beseitigung des Geldmangels, und wir schaffen die Gewinnsteuer ab. Und damit schaffen wir dieses Zwangskorsett, Ende Jahr eine Bilanz vorlegen zu müssen, ab. Ja? Braucht es nicht mehr. Der Zwangsdruck über Abrechnen, die Großkonzerne müssen ja alle 3 Monate ihre Bilanzen vorlegen, damit man den Börsenwert neu definieren kann. Mhm. Also was für ein Leerlauf. Ja? Mhm. Gott sei Dank, in arabischen Staaten haben sie das gar nicht eingeführt. Ja? Und die Deckung eines Geldes ist immer die Arbeitskraft eines Volkes, also die Ware oder die Leistung, die ich mit meinem Guthaben oder Warenbezugsrecht. Das Guthaben ist das Plus im Konto, das Warenbezugsrecht ist eine Freischaltung eines Warenkredites, oder? Genannt Warenbezugsrecht. Das muss eine solche Software freischalten. Dann haben wir eine richtige Systemänderung. Und dann, wichtig ist noch, da habe ich in meinem Buch auch ein wichtiges Kapitel dazu geschrieben, der Wegbegleiter. Das heißt, nicht eine Zentralstelle gibt diese Warenbezugsrechte heraus, sondern immer der Wegbegleiter zu Ihnen, der hat etwa 50 Leute zu betreuen oder 20 Firmen, der kann unter diesem Team selber Ihnen den Warenbezugsrechtrahmen erhöhen. Das heißt, immer pro 50 Leute gibt es einen Betreuer. Der hat die Zugangsdaten zur Software. Hier sehen Bevor Sie mal. Sie noch weiter springen, die Info für die Zuschauer ist, dass Sie die ganzen Präsentationen auch nachlesen können. Wir hängen einen Link unten dran an das Video, dass man also alle Präsentationen nochmal einzeln anschauen kann, wenn man das Video pausiert. Wir gehen jetzt aus Zeitgründen, springen wir da durch, weil das wäre natürlich ein stundenlanger Vortrag sonst von Ihnen. Deswegen kann man das alles nachschauen dann. Ja. Ganz richtig, ja. Die Videos, die auf Ihrer Webseite stehen, stehen danach auf meiner. Und jetzt, das ist, glaube ich, schon bald das Letzte. Warum ich meine, dass jetzt 100.000 Leute sofort dieses Kontosystem verwenden. Fangen wir doch bei all diesen alten Schuldnern an. Die Schuldner, die kriegen von uns diesen Einkaufsrahmen, können damit Altlasten, auch wenn die 10 Jahre alt sind, damit transferieren. Der Gläubiger bekommt sein Guthaben und dann sind sie wieder Freunde, die vorher sich bekämpft haben. Ja? Und wenn man das mal zahlenmäßig umrechnet, 3% aller Rechnungen der letzten Jahre wurden nie bezahlt. Das sind Milliarden. Das sind nämlich, wenn man noch die nicht bezahlten Steuern von Österreich, habe ich jetzt nur hier die Steuern dazu zählt, dann kommen wir auf 122 Milliarden unbezahlte Rechnungen. Ja, sehen Sie die Zahl. Mhm. Und wir können die transferierbar machen. Das braucht dann mehr als 100.000 Kontenrahmen. Ja, also Konten, die sich hier eröffnen. Wenn das nur jeder Zehnte machen würde, haben wir sicher schon 300.000 Konten. Wenn diese 300.000 Leute, nur um Altschulden zu begleichen, 100 Euro auf ihr Konto Cash einzahlen, weil die 3% müssen sie ja Cash bezahlen. Ja. Nehmen wir nur 10% von der Summe, dann hätten wir 368, das sind 3.684.000.000, hätten wir nur Einkommen für diese Software. Mhm. Dann haben wir unsere politische Strategie selber finanziert. Ja, also wir brauchen nicht mal einen Investor, aber wenn es nur 10% sind, weil den Staat müssen wir sowieso mal weglassen, der kann ja durch diese Gesetze nicht, also rechnen wir mal 10% von dem, 368 Millionen wäre das Businessmodell dieser Software. Mhm. Ja? Dieses Gesetz müsste eben geändert werden, erst dann kann der Staat hier dabei sein. Kein Staat darf heute Kryptowährungen nehmen. Und ein Inkasso, wir haben auf der Software unter Humanwirtschaft, also www.humanweg, das sehen wir ja nachher noch,
humanweg.net gibt es diese Folien dann zu anschauen. Oder für Leute, die eben eine Altschuld jetzt begleichen möchten, die sollen uns schreiben oder gleich ein Konto eröffnen auf der Datenbank. Dann kriegt er von uns 100 Euro geschenkt. Das ist nämlich die ersten Transfergebühren. 100 Euro schenken wir jedem, 100 sollte er selber noch dazu einzahlen, dann haben wir genügend Kapital, um unseren politischen Weg selber zu finanzieren. Okay, ja, also ich bin fast so verwirrt wie beim letzten Mal. Es wird jedes Mal besser. Lassen wir es an dieser Stelle mal so stehen hier. Danke für die Ausführungen. Wir haben noch einige andere Themen, die wir abzuklopfen haben. Auf jeden Fall, ja, ich bin gespannt, ob sich dieses eine Promill vom Promill meldet, dass derjenige, der Ihnen dann Gesundheit, Hani, dass dieser Weg für Sie dann auch wirklich realisierbar wird. Also nicht aufgeben, nicht verzagen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Danke. Ja. Ja, liebe Zuschauer, nochmal der Hinweis. Also wie gesagt, unten ist der Link, wo man das alles nachschauen kann, auf der Homepage von dem Herrn Klausner. Und jetzt richte ich mich nochmal an den einen von den vielen, der das alles komplett durchdrungen hat und der auch das Geld im Kreuz hat, das dann umzusetzen. Hier ist ein Weg, ein Humanweg. Ich hoffe, das kann funktionieren. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn es da eine Alternative gibt, weil so wie unser System momentan ausschaut, irgendwas anderes muss ja kommen. Ob es das wird, wir werden sehen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein bei Steinzeit. Bis dahin alles Gute und zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.